Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games und zurück in Stellaris. Wieder einmal für euch da die Kari mit dem Orun an ihrer Seite. Hi. Hallo. Der Zartoner ist natürlich immer noch dabei. Einen wunderschönen Tag an euch alle da draußen. Und wir enthüllen heute unseren weiteren Mitspieler, zumindest einen der beiden, namentlich der Shillock. Hi. Hallöchen und auch hallo an die Zuschauer. So, der Shillock ist noch ein absoluter Neuling in diesem Spiel, dementsprechend erklären wir ihm zwischendurch auch immer wieder was, was vielleicht auch für euch relativ nützlich sein könnte. Schauen wir mal. Er hat sich ein anderes Volk vorgestellt, auch natürlich mit einem anderen Ursprung. Erzähl uns mal was über dein Volk. Ja, also mein Volk ist das Hidari Sternreich. Das ist eine imperiale Vorherrschaft. Die sind autoritär, xenophil und militaristisch. Und ich habe mich für den Start Planetare Vereinigung entschieden. Da habe ich am Anfang 4 zusätzliche Bewohner und 2 weitere Distrikte. Also okay. Für einen Anfänger sehr angenehm. Definitiv. So, jeder der Starts hat natürlich seine Vor- und Nachteile, das ist klar. Gerade Distrikte kosten am Anfang dann zum Beispiel relativ viel am Unterhalt. Das muss man erstmal stemmen können. In meinem Fall ist halt so, ich habe halt nur einfach andere Siedlungsschiffe. Der Orun hat direkt von Anfang an halt ein Grabungsteil, eine Ausgrabungsstätte. Das kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, weil das natürlich auch sehr ablenkt, muss man sagen. Bringt. Aber auch jede Menge kleine Relikte, die man zum Beispiel für Energie verkaufen kann. Ja, und ich habe zum Beispiel eine alte, zerstörte Reliktwelt und kann die, wenn ich möchte, irgendwann auf eine schöne Welt umwandeln, also eine Ökomonopolis, und das werde ich auch sicher bei der Hauptstadt irgendwann tun. Dafür brauche ich aber erstmal die Produktion nebenbei. Und ich habe jetzt gerade eine sehr lustige Situation, weil ich habe meinen Nachbarn entdeckt, eine KI, die wir hier haben, das Empire of Wismkluck, und die haben lustigerweise fast genau dieselben Farben wie ich. Naja, das bedeutet eigentlich schon, das ist dein Vorposten. Genau, also die sind, das ist quasi jetzt schon klar, die gehören mir. Ja gut, ne, dann Attacke, hol sie dir. Ja, würde ich auch sagen. Also das sind verlorene Brüder. Das sind übrigens auch die kleinen grünen Echsen, die kleinen Chamäleons. Sehr schön. Die sehr süß sind. Das freut einen doch. So, schauen wir mal. Ich muss die Kultisten-Schiffswerft zerstören. Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Ja, manchmal sind die Wege sehr weit. Ich würde mal sagen, da schicke ich dann dieses Forschungsschiff nachher hin, sobald das die beiden Systeme hier noch erkundet hat. Okay. Das ist das gigantische Skelett. Das muss entweder da sein oder da. Oh Gott. Das kann ja was werden. Wie komme ich denn da hin? Manchmal ist das sehr schwer, aber da musst du halt die Wege suchen. Na gut, ich werde es dann gleich gucken, ob ich und da irgendwann komme. Erzähl mal was über dein Volk. Was bist du denn für ein Ursprung? Ich bin ja eine schleimige molluskoide Spezies, der Orun ist ein, wie er schon gesagt hat, Humanoider, und die Kari ist ein Stein. Was bist du denn? Wir sind Reptilien. Wir sind große, sehr große Schnappschildkröten und ja, wir haben alles auf unserem Planeten weggefressen und versuchen jetzt eine neue Nahrung zu finden. Oh Gott, dann hoffe ich euch nicht so schnell zu finden, weil ich will nicht Nahrung werden. Ach, wir sind Xenophil. Wir nehmen alles auf, was wir finden. Man kann ja immer mal ein bisschen probieren. Ja, wir nehmen alles auf, was wir finden. Ja, hab ich auch. Wir essen alles, was wir finden. Ja, das kommt noch dazu. Wir sagen ja nicht von wegen, dass ihr mit uns auf gleicher Stufe seid. Wie war das? Schnecken sind Freunde, kein Futter. Ich glaube, das waren Fische, aber ja. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Zartona eine Schnecke ist. Das wirst du sehen. Das klingt bei der Beschreibung so, ne? Aber ich habe doch viele Arme. Viele Beine. Viele Extremitäten.
wahlweise Beine oder Arme sind das dann. Wie heißen eure Reiche denn? Meins heißt die Sternenjäger, weil wir jagen in den Sternen unsere Beute. Wir sind der Vran Order. Der Vran Order? Mit einem übrigens sehr speziellen Benennungssystem meiner Systeme. Der erste Zuschauer, der errät, was ich damit meine, kriegt einen Keks. Also wir sind, oder mein Volk hat gebildet den Rat von Finn. Das ist unser oberster Gott. Und in seinem Namen erkunden wir ja die Galaxis. Aber wer ist Finn? Finn ist ein Wesen von großartiger Schönheit und unglaublicher Weisheit, quasi der Lenker unseres Schicksals. Wir wissen aber noch nicht, ob er vielleicht einer interstellaren Spezies angehörte. Da versuchen wir ja gerade Hinweise drauf zu finden. Ich bin Finn. Ganz bestimmt nicht. Versuch was wert. Also wir sind uns sehr sicher, dass ihr nicht Finn seid. Schade. Wir könnten akzeptieren, falls wir entsprechende Hinweise finden, dass ihr die Nachfahren von Finn seid. Okay, wir sind die Nachfahren von Finn. Wir werden sehen, ob wir das... Wir werden herausfinden, ob das stimmt. Ach, ja, und schon hält sich der Erste für einen Gott. Ja, wie lange spielen wir jetzt? Insgesamt? Wenn man dich fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Wir spielen jetzt insgesamt unter einer Stunde in dieser Runde und schon ist der Erste ein Gott. Man versucht sich ja wenigstens anzupassen. Hast du von Peter was anderes erwartet? Nein? Das ist traurig, gut, oder? Das ist irgendwie traurig, dass man das schon erahnt, ne? Nein, alles gut. Nun gut, ich schaue mich hier jetzt gerade einmal ganz kurz um. Hier unten ist auf jeden Fall noch ein Dead End. Da bin ich noch am Reinfliegen. Ich sichere gerade erstmal kurz meine Grenzen. Das sieht ganz gut aus. Ich würde mal sagen, hier hinten erkunden wir noch. Sehr schön, ist damit durch. Jetzt so langsam geht es bei mir auch vom Schwerpunkt mehr in die Forschung. Und ich habe jetzt Euka. Du hast bitte was? Was ist Euka? Ich habe ein kleines verlorene Amöbe gefunden, habe sie aufgenommen, habe sie Euka genannt. Die heißt Fluffy. Möge sie sehr groß werden. Das ist so für ihn, er kennt das ja noch nicht, aber viele von euch Zuschauern kennen es ja schon. Wenn er die sehr vor sich bewahrt haltet, behält und bei sich zurückhält und die sehr alt wird, also so nach 50 Jahren und dann später nach 100 Jahren, dann wächst die und dann wird die richtig stark. Und die kann er auch immer wieder regenerieren, er muss sie nur aus den Kämpfen zurückziehen, ne? Das ist ganz wichtig. Ich wusste nur nicht, was das mit den Namen auf sich hat, weil Bubbles, tut mir leid, so wollte ich sie nicht nennen. Du kannst auch unten drauf drücken. Die Namen gefallen dir nicht, dann kommt nochmal eine Liste und wenn du es dann nochmal drauf drückst, kommt am Ende, ach, nennt sie einfach Fluffy oder so. Ach, scheiß drauf, nennt sie Fluffy. Aber das ist halt einfach eine sehr schöne Quest. Auch an die Zuschauer, wir haben halt, in dem Spiel sind so viele Quests drin und noch so viele neue dazugekommen. Wir werden bestimmt wieder viele neue Dinge entdecken. Da freue ich mich drauf. Definitiv. Übrigens, wer sind denn eure Vorläufer? Das haben wir tatsächlich noch nicht herausgefunden. Und wir würden es ungerne sagen, weil wir die Vermutung haben, dass einer von euch in unserer Nähe ist und dann wieder viel schneller darauf spielt, weil wir euch nicht vertrauen. Natürlich als Spieler, nicht als Rasse. Selbstverständlich. Aber, aber das hat er jetzt sehr schön ausgedrückt. Als Spieler, nicht als Rasse. Es ist sehr schön, dass ihr eure schon kennt. Ich kenne meine Vorläufer noch nicht. Ich habe schon 2 Stück erforscht. Na, ich erst 1, beziehungsweise bin gerade dabei. Dafür habe ich die Grunur-Ruinen. Ja, dann hast du die Grunur. Dann hast du die Grunur. Das ist deine Vorläuferreihe. Okay, gut zu wissen. Das ist eine der schönsten. Du kannst später Gaia-Welten mit deinem Relikt transformieren. Apropos Gaia-Welten, ich habe gerade in meinem Reich eine Gaia-Welt entdeckt. Sehr schön. Hat sie einen besonderen Namen?
Dann müsste ich direkt mal nachgucken. Heißt sie denn speziell? Ja, Prophets Retreat, also des Propheten... Ja, siedel nicht drauf. Das ist der einzige Tipp, den ich dir gebe. Das ist eine heilige Welt eines alten Reiches. Lass es einfach, das willst du nicht. Okay. Die kriegen nämlich dann einen Kriegsgrund auf dich und greifen dich an. Aber in mein Reich integrieren darf ich's? Natürlich, das darfst schon, du. Nur nicht besiedeln. Genau, klar. Du musst seine Unberührtheit respektieren. Also du musst natürlich nicht, aber es ist halt deine Entscheidung. Wir empfehlen es, genau. Was ich nochmal zu denen, die es in der letzten Folge mitbekommen haben, ich habe gedacht, das wäre nur bei der ersten Welt so. Falsch. Die zweite Welt, die man besiedelt, beim Artefaktstart, hat genau dieselben Boni. Das wusste ich selber noch nicht. Auch Gebäude und Distrikte sind dort 25% schneller zu bauen. Nett. Das ist halt sehr schön. Die zwei, also somit sind die beiden zwei Welten. Man kriegt ja immer vom Spiel aus welche gegeben. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, durchaus. Oh nein, wir haben tatsächlich die Vorläufer, die Boal. Ja, das sind die Kronor, das sind die Kronorinnen. Da kommt das her. Du hast halt eine der sehr seltenen Ausgrabungsstätten Vorläufer. Davon gibt es, glaube ich, zwei Stück. Ja. Zum einen die Baol, zum anderen die Sroni heißen die, glaube ich. Ja, du musst halt nicht irgendwo durch die Gegend fliegen und beten, dass du irgendeinen Hinweis auf deinen Vorläufer kriegst, sondern du kriegst eine Ausgrabungsstätte. Ja, das ist angenehm. Nehme ich gerne. Kannst natürlich das Problem haben, dass die bei deinem Gegner spawnen, wenn du eine abgeschlossen hast. Das ist nie so ganz lustig. Apropos, ich habe jetzt gerade meinen ersten Aufstiegsvorteil. Was nehme ich denn mal? Ich nehme mal gemeinsame Vision. So, und ich habe jetzt gerade meine Schiffswerft gefunden. Das wird knapp. Ich hoffe, ich kriege die platt. Meine Flotte ist noch auf dem Weg mit 20 Schiffen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ja, man muss immer ein bisschen gucken. Das war jetzt abgehackt. Der Ron wollte was sagen. Entschuldigung. Da muss man immer gucken, dass man früh im Spiel eigentlich schon eine halbwegs vernünftige Flotte aufstellt, weil es gibt einfach zu viele Sachen, wo man eine kleine Flotte gebrauchen kann, um damit umzugehen. Die meisten Spieler sparen sich die Flotten aber am Anfang. Dazu gehöre ich auch. Bis man weiß, man hat einen gefährlichen Gegner oder sowas, weil man nutzt es natürlich eher zur Ausbreitung und zu anderen Dingen, ne, die Legierungen. Das stimmt schon. Ich habe dafür jetzt eindeutig Abstriche bei der Ausbreitung. Ist halt so. Andererseits, wenn ich dieses Schlachtschiff kriege, ne? Ja, es gibt auch ein paar Ausgrabungsstätten, wenn man die hat in einem Multiplayer und wirklich einen kleinen Multiplayer spielt und zum Beispiel man einen sehr frühen Ausgrabungsstätte hat, wo man dann einen Titan rauszieht oder ein großes Schlachtschiff, dann kann man auch seine Nachbarn erstmal eine lange Zeit gut erpressen damit. Weil das kriegen die nicht platt. Das schießt sogar die Hauptwelten runter von denen und dann müsste man die als unterwürfig tun. Das Einzige, was ihr dann dagegen tun könnt, auf eurer Hauptwelt 4 oder 5 Verteidigungsanlagen bauen. Ich habe übrigens ein Dimensionsportal auf Smaragd Prime. Das erforschen wir doch mal. Ich habe eine der interessanten neuen Geschichten. Nicht das Tanzen, sondern bei mir sind sie auf einer meiner Welt, werden meine Leute viel aggressiver als normal. Die töten sich gegenseitig. Da habe ich gerade zwei Bevölkerung verloren auf meiner Welt. Das muss man dann später, entweder man behält es oder man tut später dann sehr langwierige, wenn ihr auf F2 drückt, Situationsprotokoll, sehr langwierige halt Studien muss man dafür machen. Gewalt auf dem Vormarsch, das Verhalten auf Kraftwerke von Sebokar Prime zeigt keinerlei Anzeichen für baldiges Ende. In der Tat ist die Anzahl der Vorfälle seit dem letzten Bericht sogar gestiegen. Zügellose und gewalttätige Handlungen finden allgegenwärtig statt und Schwächere werden überall verprügelt. Ein großer Teil der Bevölkerung scheint betroffen zu sein und aggressiver zu werden. Kriminalität plus 25%, Zufriedenheit plus 25%, Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner plus 200%.
Weil sie sich prügeln? Nein, weil sie alle verprügeln und die Anführer sich jede Frau nehmen, die sie wollen. Wir sind halt große, schleimige Riesen. Oh Gott. Manche Dinge will man gar nicht so genau wissen, oder Leute? Ja, ja, also es gibt so Momente im Leben, in denen man sich einfach nur sagt, nein, alles wird gut, ich will nicht mehr wissen. Das ist Wahnsinn. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Fast die 90% der Bevölkerung ist nun mit dem Virus infiziert, was auch immer wieder wilderes Verhalten verursacht. Und die Kolonie beginnt allmählich zusammenzubrechen. Es muss etwas getan werden oder wir verlieren den Ort. Dann macht bitte etwas. Das ist meine Auswahlmöglichkeit, die ich habe. Dann macht etwas, tut doch was. Und jetzt habe ich die Wahl. Tierische Meister, das Problem an der Wurzel packen. Sozialforschung 17 Monate lang. Es ist höchste Zeit, etwas zu tun. Macht was. Und das tue ich natürlich direkt. Ich kenne diese Quest auch nicht. Deswegen, ich bin gerade echt ein bisschen überrascht, dass meine erste Kolonie natürlich direkt drauf geht. Das ist natürlich der toller Start. Das sind so, ich sage, das sind so diese Momente, wo man das Spiel eigentlich verfluchen will. Aber auf der anderen Seite, das macht es ja so interessant. Ja, besonders wenn man ein erfahrener Spieler ist und denkt, ha, man hat schon alles gesehen. Man hat alles gesehen. Ah, Gottchen. Immer so der Moment, wo das Spiel dir den Finger zeigt und sagt, nein! Nee. Ja, so ungefähr. So, ihr Lieben, ich lege mich jetzt erstmal gegen mit der Piratenschiffswerft an. Mit einer Flottenstärke von 633. Ich hoffe, ich schaffe das. Vielleicht schaffe ich es ja, die Flotte von der Station wegzulocken. Weil dann könnte ich eine Chance haben. Wir hoffen es mit dir. Komm. Ach, Flottenstärke ist wieder angestiegen, weil ich gerade keine Schilder hatte in dem System. Ja, komm. Sie greifen mich an. Sehr gut. Und jetzt ist was Neues passiert, weil natürlich die Zerstörung hoch ist und alles mögliche. Die Kriminalität ist ein Riesenproblem auf Kraftwerk von Sabekaprin. Mittlerweile hat sich sogar eine kriminelle Unterwelt etabliert. Einige Regionen sind der Gesetzlosigkeit geraten und wurden von kriminellen Organisationen fast komplett übernommen. Oh nein! Das ist inakzeptabel! Warum habe ich das Gefühl, wir werden bei diesem Let's Play nicht lange durchhalten? Darf ich ganz kurz was fragen? Ich habe Gasriesenübertragung bekommen. Ja, mach es. Das ist sehr interessant. Mach es. Das ist eine tolle Quest. Lies also sie dir noch vor. Dann darfst du gerne machen. Ja, wir haben es ja schon erforscht. Endlich, ein wahrlich gutes Treffen, Raumfahrer. Wir sind die Datnak und der Planet, in dessen Umlaufbahn ihr euch befindet, heißt Tolok Rong, die Heimat unserer Ahnen. Es ist immer ein fesselndes Erlebnis, Festkörperwesen zu treffen. Selbst wenn unser letztes Aufeinandertreffen mit eurer Art eher etwas problematisch gewesen ist. Ihr habt zweifelsohne die Strahlungsstöße bemerkt, die aus unserer Atmosphäre kommen. Tolok Rong liegt im Sterben und falls wir kein neues Zuhause finden, wird unsere Spezies aussterben. Wir haben einen Planeten identifiziert, der für unsere Physiologie passend wäre. Wir haben aber keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Leider bedeutet unsere nicht körperliche Natur auch, dass wir nicht viel in Bezug auf Industrie oder Technologie zu bieten haben. Würdet ihr uns helfen? Jetzt hat er die Entscheidung. Jetzt musst du entscheiden, würde dein Volk das tun? Das Interessante ist, da mein Volk xenophil ist und auch Sklaverei erlauben würde... Du weißt aber schon, das sind einfach nur Energiewesen. Ich weiß, aber Xenophil sind wir trotzdem und ich würde sagen, wir helfen ihnen. Wir hätten sie aufgeraucht. Und wir haben einen Desynchron. Passend zum Folgenende. Na, dann. Ja, Nehmen wir es als Zeichen. Genau, liebe Zuschauer, während ihr hier beobachtet, wie ich jetzt gerade übrigens die Händler abgewiesen habe, weil das Angebot war echt schlecht, das will ich einfach nicht haben, sehen wir uns bald wieder auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß mit uns. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.